Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Glück ohne Scherben Box von Ferris MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, so natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Glück ohne Scherben aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten Ferris MC zum dunkelblauen Mantel und einem Schlaghammer, einem Vorschlaghammer in der Hand. Sieht so aus, als hätte er hier gerade eine Wand eingeschlagen. Also wir haben hier diverse Trümmerteile, Steine, Mauerreste. Und hier lesen wir groß in roter Schrift Ferris MC, darunter Glück ohne Scherben. Gut, auf der Unterseite haben wir so rote Flecken. Sieht etwas aus wie Blutspritzer. Auf der rechten Seite ebenfalls wieder Ferris MC Glück ohne Scherben. Oben blank schwarz mit so weißen Farbklecksen, Tupfern. Und hier nochmals Ferris MC Glück ohne Scherben. Auf der Rückseite haben wir den Inhalt aufgelistet. Album-CD, Bonus-CD mit zwei exklusiven Tracks und allen Instrumentals, T-Shirt, Bandana und Poster. Barcode und Credits. Gut, wir haben es zu tun mit einer Clubbox. Bedeutet, wir öffnen das Ganze hier. Wir haben hier einmal das T-Shirt, das Bandana, die Bonus-CD, das Album an sich und das Poster. Die Box von innen glatt rot, so sieht das aus. Geben wir mal zur Seite und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Ferris MC Glück ohne Scherben ist 1:1 dasselbe Cover wie auch schon auf der Box. Auf der Seite lesen wir auch hier, man kann das halbwegs lesen, ist relativ dünn geschrieben, Ferris MC Glück ohne Scherben. Und auf der Rückseite haben wir 13 Tracks. 12 davon Solo-Tracks und einmal der Track Nummer 8 mit einem Feature von Echo Fresh. Meine persönlichen Favoriten sind zwei Tracks. Und zwar ist das einmal Track Nummer 2, All die schönen Dinge, und Track Nummer 12, Wenn du hast. Auch hier wieder Credits zu sehen und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So. Also, Cover kennen wir. Und dann haben wir hier das Booklet. Wir haben hier wieder Ferris MC an der Wand mit Vorschlaghammer. Und hier haben wir dann Songtexte. Also der Track Fensterlose Zeit und All die schönen Dinge hier Wort für Wort abgedruckt. Und das dürfte sich jetzt durch das gesamte Booklet so ziehen. Also wirklich die Tracks hier nachzulesen. Gefällt mir gut. Ich bin generell immer ein Fan davon, wenn man die Texte hier nochmal hat, zum Mitrappen, zum Nachlesen etc. Und das Ganze dann immer wieder mit Fotos von Ferris MC unterlegt. Also ihr seht schon, die bestimmenden Farben hier bei der Box und generell des Artworks sind schwarz, rot und weiß. Rein von der Farbgestaltung gefällt mir das sehr gut. Hier noch ein Foto von Ferris und dann die Credits. Gut. Dann haben wir hier noch eine Danksagung. So sieht das aus. Und dann kommen wir zur CD. Die ist in Rot gehalten und hier in einem bisschen helleren Rot sieht man dann Ferris MC Glück ohne Scherben. Interessantes Design, gefällt mir. So sieht die CD aus, Standard. Und dahinter haben wir dann eine Kettensäge in der Mitte und ja, eine Kette und so Schneidezähne oder ja, wie von einer Kettensäge eben, Reißzähne. Und in der Mitte auch noch eine Kreissäge, sehr interessant das Ganze. Dann haben wir die Bonus-CD, Glück ohne Scherben Bonus-CD. Auch hier wieder schwarz und rot und weiß, haben wir eine weiße Kettensäge abgebildet. Und dann haben wir hier zwei Bonustracks, die eben hier nur, also nur in dieser Box sind. Einmal Der Sturm
mit Jan Plewka und Meine Kettensäge lebt. Dies ein Solo-Track. Und dann haben wir natürlich noch die 13 Tracks, die wir auf dem Album hatten, hier alle in der Instrumental-Version. Die CD sieht aus wie auch schon die CD des Albums an sich, allerdings hier in Schwarz. Also auch hier wieder ein helleres Schwarz. Sehr schön. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir ein Poster. Das Poster im Hochformat gehalten. Keinerlei Schrift oder irgendein Wort zu lesen. Nein, wir haben hier wirklich nur das Coverfoto. Also Ferris MC hier wieder mit dem Foto, das wir auch schon von der Box kennen. Allerdings eben ohne Schrift darüber. Und das Ganze hier unten noch mit diesen roten Farbklecksen untermalt. Das Poster einseitig bedruckt und im Hochformat. Dann haben wir einmal das Bandana. Sieht so aus. Schwarz und rot erinnert mich von der Optik etwas an Saw. Jetzt nicht nur wegen der Kettensäge, das vielleicht dann eher Texas Chainsaw Massacre, aber rein so von der Optik und hier mit diesen Ketten und Sägezähnen und so. Also es erinnert mich echt sehr stark so an das Artwork von Saw. Und hier in den Ecken jeweils lesen wir dann noch in roter Schrift immer Ferris MC. Das würde mich noch interessieren, aber ich befürchte, nein. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten vielleicht irgendwo einen Zettel oder ein Etikett, der uns etwas Aufschluss darüber gibt, wo das Ganze produziert wurde, beziehungsweise über das Material. Leider nicht der Fall. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall, wie so oft, ein T-Shirt. Das T-Shirt in Schwarz gehalten mit rotem Aufdruck. Auch hier haben wir wieder diese Kettensäge, diese Motorsäge, die ja ein zentrales Element beim Artwork dieses Albums. Und in dieser Kettensäge lesen wir hier Ferris MC. Rote Spritzer, je nachdem, ob das jetzt Funken sein oder Funken darstellen soll oder Blutspritzer. Backprint haben wir keinen. Und wir haben es bei dem Ganzen zu tun mit einem Souls Regent in der Größe L. Und wo haben wir es? Hier relativ klein. 100% Baumwolle. Und wo ist das Ganze hergestellt? Made in. Hier unten steht Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Speziell dann auch in Verbindung mit diesem Bandana. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem roten Aufdruck, dieser Kettensäge, dieser Motorsäge, da drin dann der Schriftzug Ferris MC, das Ganze in Schwarz und Rot gehalten und das natürlich dann passende Bandana ebenfalls in Schwarz und Rot. Hier in der Ecke lesen wir Ferris MC, je nachdem, ob man es jetzt so tragen möchte oder das Ganze natürlich dann auch als Halstuch zu verwenden. Sieht dann so aus. Ich muss ehrlich sagen, rein von der Optik, also die Farben Schwarz und Rot sind auf jeden Fall meins. Gefällt mir gut. Bin jetzt generell nicht der große Bandana-Fan, also Bandanas trage ich eher wenig bis gar nicht. Und das T-Shirt an sich, wie gesagt, gefällt mir von der Farbe her gut. Allerdings ist es jetzt rein vom Motiv, also von dieser Motorsäge, nicht ganz mein Fall. Also es ist ein schönes Shirt, aber ich glaube, ich werde das eher nicht anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, ebenso wie das eben gezeigte Bandana. Dann haben wir das Poster, dieses im Hochformat einseitig bedruckt. Glück ohne Scherben, die Bonus-CD inklusive zwei Bonustracks und den Instrumentals. Und das Album an sich, Glück ohne Scherben. Das alles in dieser wunderbaren Box, Glück ohne Scherben von Ferris MC,
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ferris MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.